Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von IT-Tweak. Beziehungsweise kein Tutorial, sondern mehr eine Warnung. Und zwar geht es heute darum, Windows zu zerstören und zwar mit einem 5-Klick auf einen versteckten Link. Wo ihr den findet, das zeige ich euch jetzt. Einfach auf das Startmenü klicken, dann auf die Einstellungen wechseln, dann auf Update und Sicherheit und dann auf Aktivierung. Ich habe hier ein Testsystem aufgesetzt dafür, das ist nicht aktiviert, also nicht wundern, wenn hier gleich ein Fehlercode auftaucht. Das Ganze läuft hier einfach in einem virtuellen System. Und hier oben, man mag es nicht glauben, das ist ein Link. Den aktiviert ihr, wenn ihr da fünfmal draufklickt. Glaubt ihr nicht? Ich zeige euch das jetzt. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt kommen wir in den Demo-Modus. Das Ganze hat aber verheerende Folgen, wenn ihr den aktiviert, denn eure kompletten Daten werden dann gelöscht. Dieser Demo-Modus ist nämlich eigentlich nur dazu da, um Demos anzuzeigen in bestimmten Geschäften, wie zum Beispiel, ja gut, ich sage jetzt mal keine Namen, auf jeden Fall die Elektronikfachgeschäfte, wo ihr auch mal an die PCs gehen könnt und euch das Ganze mal anschauen könnt, wenn ihr zum Beispiel Windows noch gar nicht kennt. Dann gibt es hier diesen Demo-Modus, da klickt ihr dann einfach wild herum und könnt im Prinzip nichts kaputt machen, weil das Ganze nur als Demo läuft. Das Problem ist, auf euren Heim-PCs lässt sich das Ganze auch aktivieren, so wie ihr gerade gesehen habt. Und glaubt mir, das geht mit jeder Windows 10 Version. Also wenn ihr an einen Rechner kommt von einem Kollegen, macht das bitte nicht. Er wird euch definitiv auf Lebzeit hassen, wenn seine Daten weg sind. Weil aus diesem Demo-Modus kommt man nur mit einem bestimmten Passwort raus. Ich habe das Ganze im Netz gefunden. Ich werde das Originalvideo hier unten nochmal in die Videobeschreibung posten. Der gute Mann hat das 20 Minuten lang exzessiv ausprobiert. Und es gibt eine Möglichkeit, da rauszukommen. Und falls ihr das irgendwie mal auf eurem eigenen Rechner auf einmal diesen Demo-Modus seht, dann ja, schaut euch das Video an. Der gute Mann erklärt euch, wie ihr euch da raus bewegt, ist ein bisschen tricky, aber mit dem Passwort und der Anleitung von ihm, da geht das eigentlich relativ gut. Problem ist nur, die komplette Festplatte C wird ja, im Prinzip formatiert, nicht, ja, nicht ganz formatiert, mehr so in einen Zustand der Neuinstallation versetzt. Die alten Daten werden fast komplett gelöscht. Lediglich das, was sich hier in diesen Ordnern zu sehen ist, wenn ihr den Explorer aufmacht, hier Downloads, Dokumente, Bilder, Musik und sowas, das ist noch erhalten. Alles andere, was sich auf der Festplatte C, also auf eurem Hauptdatenträger befindet, ist komplett weg. Das kriegt ihr auch nicht wieder. Andere Festplatten, wie zum Beispiel jetzt Laufwerk DE und so weiter, sind davon nicht betroffen. Es geht lediglich um Laufwerk C. Also wenn ihr da irgendwelche wichtigen Daten drauf habt, seht zu, wenn ihr irgendwelche Leute in eurer Wohnung habt, denen ihr nicht so wirklich vertraut oder die gerade etwas Hass auf euch haben, dass sie nicht an euren Rechner kommen. Immer schön den Bildschirm sperren oder den Rechner runterfahren. Weil das ist echt böse. Ich zeige euch jetzt, was passiert. Wenn wir auf Wechseln klicken, dann kommen wir in den Demo-Inhalt. Hier brauchen wir im Prinzip einen Händler-Zugriffscode, theoretisch, aber man kann das Ganze auch einfach hier auf Weiterklicken. Jetzt bekommen wir noch ein paar Installationshinweise. Und wenn wir jetzt hier unten auf Fertigstellen klicken, dann dauert das Ganze einen kleinen Moment. Das Windows fährt neu hoch. Und nach dem Hochfahren sehen wir uns dann wieder und dann zeige ich euch, was passiert. So, wir sehen, wir haben hier einen Detlef Wagner. Ja, den kenne ich nicht und ihr bestimmt auch nicht. Kann natürlich sein, dass ihr einen kennt, aber der hat sich definitiv hier nicht mit dem PC angemeldet und ich habe den Namen auch nicht eingegeben. Wir sehen hier eine Installation und jetzt kommen wir in ein brandneues Windows. Jetzt könnte man denken, aha, wir sind in einer Neuinstallation. Aber das Ganze ist einfach nur eine Demonstration. Und wir sehen, oh ja, jetzt können wir schon nichts mehr machen. Jetzt wird das Windows wieder neu gestartet. Wir sehen wieder, Detlef Wagner meldet sich automatisch an. Wir können den PC nur so lange benutzen, beziehungsweise ja, benutzen auch nicht wirklich, denn wenn wir uns mal anschauen, was auf Laufwerk C noch so los ist, ja, nämlich gar nichts mehr. Wir haben komplett keinen Zugriff mehr auf C. Das Ganze funktioniert dann nämlich nur noch so lange. Wir haben jetzt hier in der Ereignisanzeige ein Download von der Retail-Demo und wenn das Ganze hier abgeschlossen ist, dann läuft eine Demo. Ich wollte euch eigentlich noch zeigen, wie das Ganze hier in der Demo aussieht. Allerdings funktioniert das anscheinend hier nicht so wirklich. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Im Store wird ein Fehler angezeigt. Hier sollte eigentlich dieses Retail-Demo-Versionsgedöne runtergeladen werden. Das hat hier anscheinend nicht funktioniert. Aber Fakt ist, ja, wir haben keinen Zugriff mehr auf unsere Festplatte C.
Das ist alles weg. Benutzerdaten sind nicht mehr vorhanden. Wir können es auch nicht mit anderen Benutzerdaten hier anmelden. Wenn wir uns hier zum Beispiel einfach mal auf gut Glück abmelden und schauen, was passiert. Und dann kommen wir hier zum Sperrbildschirm und ja, hier haben wir nur die Möglichkeit, uns mit Detlef Wagner anzumelden oder mit dem Retail-Admin. Und hier ist das Passwort unbekannt. Wir können versuchen, uns mit dem originalen Passwort von uns anzumelden. Funktioniert nicht. Also habt ihr keine Möglichkeit mehr, zu eurem originalen Benutzerkonto zurückzukommen. Der gute Mann, von dem ich das Video hier gesehen habe, der hat aber einen Weg gefunden. Wenn euch das Ganze wirklich mal passieren sollte, ich packe euch das in die Videobeschreibung, schaut euch das Video an. Der hat einen Weg gefunden, wie das Ganze richtig funktioniert und wie ihr einen kleinen Teil eurer Daten wiederherstellen könnt. Also wie gesagt, nur das, was in den lokalen Verzeichnissen, in Videos, Downloads etc. drin liegt. Die Festplatte C ist, wie gesagt, komplett gelöscht. Da habt ihr keinen Zugriff mehr drauf. Wenn euch das passiert, dann ja, da hilft dann eigentlich im Prinzip nur eine Neuinstallation und hoffentlich habt ihr Backups gemacht. Damit sind wir am Ende angelangt. Wenn Ihnen die Anleitung gefallen oder geholfen hat, dann einmal den Daumen nach oben anklicken. Sie können IT-Tweak auch unterstützen, indem Sie den Kanal hier einfach abonnieren. Besuchen Sie auch gerne die Internetseite ittweak.de. Dort finden Sie weitere Anleitungen aus dem gesamten IT-Bereich. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Video.